Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein Douglas Roll für dich im Prinzip. Ich habe zweimal dort bestellt und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Es ist bei mir so, dass ich gerne mit dieser Wunschlistenfunktion arbeite. Also du kannst quasi die Produkte mit einem Herzchen markieren und dann sind die auf deiner Wunschliste drauf. Und immer wenn eine coole Aktion kommt, dass ab so und so viel Euro Einkaufswert, bekommst du eine Goodiebag dazu oder bekommst du einen bestimmten Rabatt oder sonst irgendwas, dann bestelle ich die Produkte. Und das mache ich halt so nach und nach. Und deswegen habe ich dann halt jetzt auch zweimal dort bestellt. Einmal gab es so eine Aktion, 4 von 10 oder 5 von 10, keine Ahnung, je nachdem, ob du über die App bestellt hast oder eben über den Browser. Wenn ich über den Browser bestelle, kann ich halt, beziehungsweise über, wenn ich Egral mir aufmache, zum Beispiel auf dem Handy, ne, dann kann ich da ja nochmal Cashbacks sammeln. Und dann gucke ich immer, macht das Sinn, dass ich dann 4 Produkte mir aussuche und nicht 5 und dafür dann das Cashback bekomme. Wisst ihr, was ich meine? Ich habe übrigens unten in der Infobox auch alle Produkte verlinkt. Genau, und wie ja gerade schon erwähnt, Douglas gehört ja auch zu diesem Egral-Cashback-Programm. Das ist nicht gesponsert oder sonst irgendwas. Da bin ich damals über Mamako Beauty draufgekommen und habe mich dann da beim Cashback-Programm angemeldet und bekomme seitdem echt gut Cashback. Und gerade wenn jetzt bald die Adventskalenderzeit losgeht, da sind so viele Shops mit drin. Also guckt in der Infobox vorbei. Ich habe da so einen Freunde-Werben-Freunde-Link, auch wenn ihr möchtet, könnt ihr da gerne dran teilnehmen. Da bekommt ihr, glaube ich, sogar 10 Euro Startguthaben oder sowas, ne? Und ich bekomme halt auch dann Cashback, wenn ihr den Link verwendet. So, ist klar, ne? So, ich starte einfach mal mit dieser 4 von 10 Geschichte. Da zeige ich euch erstmal die Goodies, die es dabei gab. Die gibt es ja gefühlt immer dabei. Die habe ich auch schon mehrfach da, mehrfach aufgebraucht. Finde ich klasse. Ist aber, glaube ich, in... Nee, geil. Da habe ich die Light-Variante. Ich hatte gerade ein bisschen Bedenken gehabt, dass die CC Plus Your Skin Matte Bitter Cream von It Cosmetics hier mal wieder in der Farbe Medium bei mir ist. Aber nein, es ist die Farbe Light. Denn Medium ist mir ein Hauch zu dunkel. Das ist ja cool, wusste ich gar nicht. Cool. Das ist, wie gesagt, ja, die Cream halt, ne? Und da haben wir hier so ein Sample mit dabei. Das kriegst du so häufig. 4 Milliliter sind da drin. Da kommst du halt eine Woche mit hin, ne? Wenn du es jeden Tag anwendest. Ich finde die aber echt gut. Dann gab es auch irgendwie mit dabei, habe ich ausgewählt, weil es groß ist und bald gibt es ja Adventskalender. Und dann habe ich halt Produkte, die ich in die Adventskalender reinpacken kann. Von Issy Miyake, sagt mir gar nichts, L'eau de Sey. Das ist quasi einfach eine Moisturizing Body Lotion mit 100 Millilitern. Habe ich dann einfach auch mit eingepackt. Ich werde tatsächlich Adventskalender für Freunde und Familie ja auch packen, versuchen euch dann auch zu zeigen, was ich da so reinpacke. Ich werde hier auf diesem Kanal irre viele Adventskalender auspacken und ich werde auch auf eBay welche wahrscheinlich verkaufen. Also schaut auf jeden Fall bei mir auf dem eBay-Profil vorbei, da verlinke ich euch mal die Sachen unten in der Infobox, dann könnt ihr das schon mal, weiß ich nicht, folgen oder so kann man, ich weiß es nicht, also ja, CP1711 heiße ich da. Ja, schaut auf jeden Fall mal vorbei und dann kriegen wir das alle voneinander. Ja, Adventskalender, Leute. Egal. Manche sind ziemlich genervt davon. Es tut mir sehr leid. Und dann habe ich hier noch von Diego de la Palma das Waterproof-Gedöns mit dabei. 0,8 Gramm. Ich glaube, das ist eine Mascara. Weiß ich gerade aber nicht. Muss ich gleich mal gucken. Oder ein Lippi. Weiß ich nicht. 40 Waterproof Eye Pencil. Oh, ein Eye Pencil ist das. Okay. Ja, also den gab es halt auch gerade das mit dazu. Das ist einfach so ein kleiner Kajalstift, ne? Beschwert man sich nicht, wenn man sowas gratis mit dabei bekommt. Und das hier fand ich auch ganz cool. Das ist von Rodial, also eine super hochpreisige Marke. Die Vitamin C Energizing Face Mask Brighten and Renew mit Vitamin C, Vitamin B3, Aminosäuren, Hyaluronsäure, allen Rampampam. Das ist schon cool, ne? Wenn du, also das feiere ich immer hart, wenn du halt so eine Maske mit dabei hast. Dann kannst du ja regulär immer 2 Goodies auswählen. Ich kann euch immer nur empfehlen, auch Überraschungsprobe anzuklicken, falls da vielleicht so ein bisschen... Der Wunsch besteht, überrascht zu werden. Da habe ich zum Beispiel hier von Benefit den Precisely My Brow Pencil mit drin gehabt. Mit 0,01 Gramm süß in der Farbe 3. Der ist mir müh zu dunkel, aber ich denke auch, das wird in einem Adventskalender mit reinwandern. Fand ich eigentlich ganz knuffig. Dann habe ich hier auch noch so eine Probe ausgewählt von L'Oreal. Das ist diese Revital Lift Filler 1,5% Hyaluronsäure Serum. Ist ein kleines Pröbchen-Sachet, ne? Also das ist für eine Anwendung auch nur gedacht natürlich. Weiß gar nicht, wie viel da drin sein soll. Gratis-Probe nicht verkäuflich läuft. Ja,
Nö. Steht nicht mal drauf, wie wenig da drin ist. Ne? Deswegen. Und dann gab es auch immer, die wähle ich immer mit an, diese Karten. Die kriegt man auch für umsonst mit dabei. Und ich wähle eigentlich immer something special for you oder a beautiful surprise for you, weil ich die einfach gut verwenden kann, wenn ich Verlosungen mache und die Sachen verschicke. So, jetzt kommen wir zu der Bestellung, die ich dann dafür getätigt habe, um eben diese Produkte zu bekommen. Die hatte ich, also ich hatte alles. Bis nicht ganz alles. Eigentlich hatte ich nur das auf meiner Beobachtungsliste und die anderen beiden Produkte waren neu und deswegen mussten die sein. Okay, das ist von Art Deco Rich Treatment Foundation Light Reflecting Cream Foundation. Hat sich so angenehm angehört in der Farbe Warm 09. Oh, Warm, das habe ich aber überlesen. Soft Shell. Okay, warum Warm? Das stand auf der Homepage aber nicht. Das lese ich jetzt gerade zum ersten Mal und bin ein bisschen so, oh nein, nicht auf die Farbe, nicht passt. Das wäre ziemlich blöd, weil ich bin eher kühl oder neutral vom Unterton her. Sieht das warm aus? Ich weiß nicht. Wir werden es mal ausprobieren. Ich habe jetzt heute mal keinen Try-on-Haul gemacht, sondern einfach so. Aber ich kann ja Produkte swatchen, ne? So ist es hier nicht. Ach so, das ist auch mit so einem Applikator, der sieht so aus wie so ein Jumping-Ding. Ich weiß nicht. Wisst ihr, was ich meine? Was man damals, wenn man in einem coolen Sportkurs war, mitgemacht hat? Okay, ja, es sieht wirklich ein bisschen sehr gelbstichig aus. Oh oh. Weil ich wollte immer schon mal eine Art Deco Foundation auch ausprobieren. Ich blende jetzt mal direkt auf dem Handrücken ein. Die könnte wirklich ein bisschen warm sein und das war ein Reim. Ja, aber verschmilzt eigentlich ganz gut mit der Haut, was dafür spricht, dass es eigentlich funktionieren könnte. Das müssen wir mal ausprobieren. Ich kann daneben ja noch mal ein bisschen was swatchen. Also den Applikator finde ich nicht so geil, muss ich wirklich sagen. Dann sehen wir mal, ich meine, so deckend trage ich ja Foundation nicht auf, ne? Das ist jetzt auf dem geswatchten nochmal drüber gemacht. Das ist von der Deckkraft jetzt nicht so super intensiv. Könnte funktionieren, aber es oxidiert schon, wenn ich das jetzt auch sehe. Mein Handrücken, ja, das oxidiert. Ja, mal gucken. Egal, ich hänge mich jetzt nicht so Ewigkeiten an der Foundation auf. Das macht ja relativ wenig Sinn hier. Okay, dann habe ich als nächstes etwas geholt und zwar von Pat McGrath Labs. Die sind jetzt ja auch relativ neu bei Douglas mit drin, ne? Mega geil. Die haben einen Divine Blush und den fand ich so hübsch. Und der war bei neu drin. Ich weiß gar nicht, ob der sogar vielleicht reduziert war, weiß ich nicht. Divine Rose habe ich mir ausgesucht und allein diese Verpackung, ne? Zack, so ein Büchlein. Ist halt richtig High-End, ne? Also, das ist sackend teuer. So schaut der aus. Das ist eine edle Verpackung. Kann man nicht anders sagen. Die ich gerade nicht aufkriege. Hallo? Achso, muss man der aber eindrücken. Und das ist halt ein sehr kühler Mauve-Ton, der in der Kamera deutlich dunkler rüberkommt, als er in der Realität ist. Also, das ist so ein schöner Winterton für mich. Wenn ich halt, ne, nicht mehr nur neutral, sondern halt kühl vom Hautunterton werde, geht die Party ab. Und das ist halt so schön vom Pressing her. Du hast hier einen Spiegel mit dabei und jetzt, wow. Swatchen wir den mal. Wow, weil sich das so geil anfühlt. Ne? Ja, und so kühle Blushes habe ich eigentlich relativ wenig. Ich habe viel so in die Richtung Pinky, was eigentlich auch kühl ist, aber halt nicht so. Also dunkel, also movig. Hier mal auf der Hand geswatcht. Oh, und der hat auch einen schönen. Es tut mir leid, aber ich mache das wirklich jetzt auch mit euch das erste Mal, ne? Der hat auch so einen Schein mit dabei. Richtig toll. Also da freue ich mich drauf. Schade. Also, ne, das Packaging-Design, das Umverpackung mega geil. Bewahre ich eigentlich nie auf, aber ich glaube, bei dem würde es Sinn ergeben, weil das so unterschiedlich ist, ne? Ach, Mensch. Und was ich mir dann auch noch bestellt habe, ist von Kimchi Chic Taylor Bronzer. Ich weiß nicht, ob das eine Kooperation oder sowas ist. As if you just came back from a vacation. Ja, tan, tan, vacation, tan steht hier hinten drauf. Also als ob du gerade aus dem Urlaub wiederkommst. Und ich habe die Farbe 02 I went to Waikiki mir ausgesucht. Und ja, das ist halt so ein typisches Design, was mich auch sehr an Too Faced erinnert. Und natürlich an Polly Pocket. Oh mein Gott. Das ist hübsch, ne? Ich habe ein bisschen Angst, dass sowas dann auch zu warm sein könnte. Aber das sind halt alles so Sachen, das muss ich alles ausprobieren. Das kann ich jetzt ad hoc natürlich nicht sagen. So schaut er aus.
Ja, ich habe ja mal in der Kooperation mit, wow, der ist aber pudrig, mit Beauty Bay auch von Kimchi Chick eine Palette ausprobiert und mir auch schon das ein oder andere Produkt von denen bestellt. Sehr, sehr gute Qualität, sehr, sehr gute Pigmentierung, angenehmer Preis. Achso, ich könnte es einmal zeigen. Man sieht es jetzt hier auch auf dem Finger. Das hat so ein seidiges Finish mit dabei, aber ist relativ pudrig, ne? Also da sehr weich gepresst. Oh, wow. Ja, da kriegst du gut Pigment drauf. Da muss ich gucken, wie ich das dann auch verblendet bekomme. Aber, wow, der ist wirklich recht dunkel, ne? Er möchte ausgetestet werden. Er schreit nahezu danach. Puh. Ich liebe sowas, ne? Okay, dann habe ich jetzt meine zweite Bestellung getätigt und an dem Tag war ich ein bisschen fancy drauf, muss ich gestehen. Ich hatte ein bisschen was im Warenkorb liegen, beziehungsweise auf meinem Merkzettel stehen und dann gab es diese Aktion mit diesen, keine Ahnung, x Proben gratis oder so mit dazu. Das war so eine komische Billo-Tüte, wo das drin eingewickelt war. So, die habe ich eben direkt weggeschmissen. Also das war Mülltütenqualität, sage ich jetzt einfach mal dazu. Ist aber nicht schlimm, denn wichtig ist ja, was drin ist, ne? Wir haben jetzt zuallererst von Ritual, The Ritual of Samurai, Sport Eis Shower Gel, 10 Milliliter drin. Ja, das ist ein Produkt, was ich irgendwie in den Adventskalender für einen Mann reinpacken werde. Das ist aber, kommt mir persönlich ganz gelegen, ne, weil so viele Produkte für Männer habe ich jetzt so in meinem Sortiment nicht da, wenn ich dann Adventskalender packe. Und dann finde ich es ganz cool, wenn das mal mit dabei ist. Dann hier Precisely My Brow Pencil, ist ja mal wieder mit dabei. Nee, Quatsch, doch. Ist er mit dabei. Hier sind auch 0,01 Gramm mit dabei. Auch die Farbe 3, witzig, ne? Das war dann quasi hier in diesem Probending auch nochmal mit dabei. Wie oft kann man dabei sagen? Von Clarins war Hydra Essential eine Moisturizing und Silky Cream, 5 Milliliter. Das ist eigentlich eher schon so eine Luxusprobe. Aber Leute, wir erinnern uns dran, wenn wir bald die ganzen Adventskalender bekommen, dann werden wir uns drüber aufregen und sagen, das kriegt man bei Douglas immer für Umme mit dabei, wenn man halt irgendwie einen gewissen Bestellwert erreicht. Jetzt wissen wir, wovon wir reden, ne? Ja, und so sieht das Tübchen aus. Finde ich ganz hübsch, ne? Ich finde es schöner, wenn das so in so einem Tübchen drin ist und man das als Probe bekommt, als wenn du dann halt das in einem Sachet drin hast. Weil so kannst du es zumachen und über einen gewissen Zeitraum verwenden. Finde ich einfach cooler. Ja, hier kommen wir wieder zu Proben-Sachets. Da habe ich einmal von L'Oreal Serie oder Serie Expert Lipidum Absolute Repair. Das ist ein Shampoo mit 10 Millilitern. Ja, das ist für mich tatsächlich mit meinen langen Haaren auch eine Einmalanwendung. Aber solche Proben-Dinger sammle ich meistens einfach und dann verlose ich die auf Instagram, ne? Weil ich so genug Produkte durch Beautyboxen und sowas bekomme, um das auszuprobieren. Dann eine Creme, die sehr gut sein soll. Neutrogener Glow Boost. Hier sind 1,5 Milliliter drin. Jo, ne? Einfach so ein kleines Sachet mal zum Ausprobieren. Interessant übrigens zu sehen, welche Marken auch mittlerweile alle bei Douglas vertreten sind, ne? Denn das merken wir hierdurch auch. Ja, jetzt kommen wir mal so zu meiner Achillesferse, ich weiß nicht. Ja, 4 Parfümproben waren mit dabei. Das wird uns im Adventskalender da sein, wieder begleiten, Leute. Bad Boy, Carolina Herrera, New York, Eau de Toilette, Natural Spray. Und jo, hier sind 1,5 Milliliter drin. Ich weiß jetzt nicht, ob das ein Parfum für Männer oder für Frauen dann sein wird. Aber es kaufen ja sowohl Männer als auch Frauen ein. Dementsprechend gehe ich davon aus, das hier ist wohl ein Männerparfum, ne? Ja, dass es auch vollkommen gerechtfertigt ist, wenn hier in solchen Packages auch mal Männersachen drin sind, ne? Denn meistens sind das in diesen Gratisgeschichten eher so frauenspezifische Produkte und weniger halt diese Männersachen. Ein Eyeliner, ich meine, wir freuen uns drüber, ne? Eyeliner oder, keine Ahnung, ein Augenbrauenprodukt, Lippi oder sonst irgendwas. Oder halt mit Frauendüften. Naja, dann habe ich hier noch Jill Sander Sun Parfum Natural Spray, 1,2 Milliliter. Das ist der Duft von meiner Mama damals. Aber ich glaube, das ist noch ein anderer. Weil der, den sie hatte, der war weiß. Und der ist jetzt ja nicht weiß. Der ist durchsichtig. Kenne ich nicht. Der Duft der Sonne. Mhm. The Sun in a Bottle. Na guck. Dann auch noch Boss Alive. Das soll sehr, sehr gut riechen. Mit 1,2 Millilitern in dieser Probe. Boah, ich hau die alle, wenn die dann in dieser ganzen Adventskalenderzeit wieder überall diese Parfümproben reinpacken. Ne? Muss ich ehrlich sagen. Da habe ich mittlerweile echt eine Hasskappe auf. Gucci Guilty. Mega geiler Duft, 1,5 Milliliter. Eau de Parfum habe ich hier auch mit drin. Also zum Durchprobieren, das ist safe eine coole Nummer, ne?
Und ich meine auch, dass man grob gesehen hat, was da drin ist. Dann war auch noch ein bisschen mehr Pflege mit dabei, und zwar von Barbour Cleansing. Das hatte ich auch schon mal. Nee, hatte ich nicht. Ich hatte so ein Doppelvieh von denen auch schon mal, aber das hier hatte ich noch nicht. Das hier ist nämlich der Enzym Cleanser und das Rose Toning Essenz Produkt. Die hatte ich noch nicht. Das ist jetzt neu. Hier hinten steht auch drauf, ein Testmuster und so weiter, ne? Und hier sind, oh, schön, einmal 1,29 Gramm und 4 Milliliter enthalten. Das schaut dann so aus. Das sieht schon hübsch aus. Also das ist eine Probe, die man auch gerne mal so bekommt. Ne? Das ist hübsch, glaube ich. Ja, dann gab es auch noch gratis mit dabei, gibt es ja immer mit dabei, zwei Proben, die man aussuchen kann. Da habe ich einmal Chanel Le Beige mir ausgesucht. Da freue ich mich drauf, die wird auch ausprobiert. Das ist die hier. Da sind 0,9 Milliliter drin. Und ja, hier haben wir dann einmal die Probe. Ich weiß jetzt nicht, B30 könnte vielleicht ein bisschen dunkel sein, aber das muss ich schauen. Und dann war das jetzt meine Überraschungsprobe. Yay. Man kann auch manchmal den Zong bekommen. Abeille Royale Creme Jour, eine Tagescreme, die firmen soll, genau, glätten soll und so ein Kram. Von Guerlain mit einem ganzen Milliliter. Oh la la. Ne? Pricey, gepricey. Und natürlich hier auch wieder eine Postkarte. Yay. So, und jetzt kommen wir zu den Produkten. Ja, da war ich ein bisschen fancy unterwegs. Und ich glaube, ich fange auch mit dem richtig fancyen mal an. Und zwar, das habe ich mir geholt, weil es halt so krass reduziert war. Und das war reduziert wahrscheinlich wegen der Farbe. Anastasia Beverly Hills Matte Lipstick. Und ich habe mir die Farbe Insomniac ausgesucht. Passt jetzt theoretisch mega zu meinem Oberteil. Ja, es ist so ein richtig geiles Türkis. Ich habe mir gedacht, Claudia, du musst auch mal so ein bisschen aus dir rauskommen und nicht immer dieses Nude und so weiter, ne? Schöner Lippenstift, kann man nichts gegen sagen, ne? Aber die Farbe wird so geil sein. Oh mein Gott. Wahnsinnig cool. Das sieht schon hammermäßig aus, ne? Will ich mir den jetzt auf die Lippen geben? Ja. Natürlich sieht das jetzt am Anfang erstmal so aus, als hätte ich mit einem Schlumpf rumgeknutscht. Aber ich finde es irgendwie total geil. Das passt jetzt nicht zum Augenlook, weil der Augenlook ist halt eher so grünlich unterwegs. Und das beißt sich auch ein bisschen mit dem T-Shirt. Also da müsste ich halt wirklich irgendwas Schlichtes zu anziehen. Aber an und für sich ist das so zum Party machen oder so. Zum Rausgehen, einfach zum Spaß haben. Ich finde den schön. Muss ich ehrlich sagen. Ich finde den wirklich schön. Vom Tragegefühl her. Also man musste ihn schon ordentlich aufbauen, damit er deckend ist, weil gerade wenn das halt so eine unnatürliche Farbe ist, ne, dann siehst du natürlich krass, wenn der halt nicht richtig sitzt. Trägt sich auch ein bisschen hier unten ab, also da bin ich noch nicht hundertprozentig mit zufrieden, aber ich feiere diese Farbe. Macht mich natürlich noch ein bisschen blasser, als ich eigentlich bin, aber an und für sich finde ich den schön. Und vielleicht kann man den auch schön kombinieren, dass man außenrum zu so als Lip Liner sowas Lilanes gibt oder so und dann halt so Ombre Lip sich damit zaubert. Ich glaube, das könnte ganz witzig werden und ja, das ist schon, das ist jetzt erstmal der Knaller, ne? Ich finde den toll. Doch. So, dann, also passt natürlich auch voll zu meinen Ohrringen, ne? Die sind nämlich genau in dem Ton. Dann habe ich mir noch von Pat McGrath ein Produkt mitgenommen. Das war halt auch so reduziert. Das ist ein Gloss in der Farbe Lust, glaube ich. Oder? Weiß ich nicht. Lust, Gloss, nein. Oh Gott, die Name. Die Name. Paraphernalia. Paraphernalia ist die Farbbezeichnung. Also Verpackungsdesign ist schon mal richtig schön. Aber das hilft einem nicht, wenn das Produkt nicht schön ist. Ne? Natürlich nicht. Dann müssen wir es einmal aufmachen und reingucken. Ja, das ist halt so diese komplette Kontrastfarbe zu dem, was ich gerade auf meinen Lippen trage. Ja, ist halt so ein richtig krasses Lila. Und das schaut so aus. Ist auch mega schön, ne? Mag ich gerne leiden. Können wir jetzt auch mal swatchen. Der hat auch so blaue Sparkles mit drin. Das heißt, der wird dann tatsächlich auch machen, dass die Lippen dann so ein bisschen, wow, das sieht so geil hier drin aus, dass die Zähne ein bisschen weißer wirken. Riecht recht süß. Oh, sowas mag ich gerne. Ne, das ist schon schön. Der ist dann ein bisschen alltagstauglicher als jetzt dieses Türkis. Aber auch wieder ein bisschen knalliger. Hatte ich einfach Bock drauf. Es war so in einer verrückten Phase und ja, da brauchte ich einfach mal ein bisschen was anderes.
Finde ich cool, auf jeden Fall. Ich weiß nur nicht, warum man so eine große Verpackung für so ein Produkt braucht. Aber das ist jetzt nicht schlimm. Dann habe ich die Foundation mir endlich mitgenommen. Da schwärmen so viele von. Und jetzt habe ich sie mir auch bestellt von Giorgio Armani. Die Luminous Silk Perfect Glow Flawless Foundation in der Farbe 4. 30 ml sind hier enthalten. Und die stand auf meiner Wunschliste. Und die wurde dann mitgenommen. Ja, musste sein. Sieht sehr, sehr schön aus. Dieses Milchglas, ne, ist eine schöne Verpackung und die soll halt auch so total toll sein. Ganz krass, ich habe sie letztes noch bei Nini P, glaube ich, gesehen, als sie ihre Foundations vorgestellt hat. Hat hier so einen Pumper. Da habe ich jetzt die eine, die Art Deco Foundation. Ich kann die ja hier mal... Ja, oh, die ist aber sehr flüssig. Sehr, sehr flüssig. Mhm. Ist parfümiert, definitiv. Auch die scheint einen Gelbstich zu haben. Oh, oh, oh. Nee, aber das könnte funktionieren. Das könnte funktionieren, ja. Die ist sehr ergiebig. Also klar, habe ich jetzt ein bisschen viel auf meinen Handrücken hier gegeben. Ja, mag ich aber leiden. Schön. Und was darf bei einem erfolgreichen Douglas Hall in der Theorie nicht fehlen? Eine Lidschattenpalette. Und die war, ich weiß nicht um wie viel, reduziert. Also die hat nicht mehr viel gekostet. Ich weiß nicht, 6, 7 Euro oder sowas. Mega krass, das ist die Screen Queen von Zoeva. Und ja, ist eigentlich eher eine zurückhaltende Palette. Aber ich mag die Paletten von Zoeva. Und die habe ich mir nie geholt. Und jetzt habe ich sie da. Ja. Und die hat keinen Spiegel mit drin. Schön finde ich, dass hier die Farbnamen auch wirklich an den Fähnchen angedruckt sind. Ist eine eher zurückhaltende und neutrale Palette. Gar nicht so knallige Farben, die sind eher gedeckter. Aber schön, ne? Wir können uns ja mal ein paar Töne angucken. Ich meine, ich bin ja heute in meiner Blaufase, obviously. Dann gucken wir uns diesen, also Eye of a Painter, so heißt denn die Farbe. Dann Emphasis to the Face. Der ist krümeliger, der ist deutlich krümeliger als dieser Eye of a Schlag mich tot, der Blauton. Dann gucken wir uns einen ganz klassischen, hier so einen Champagnerton an. Mirror Motif, okay. Ansonsten haben wir als einzigen, das ist alles schimmernd, außer dieser Ton hier oben zum Setten, den brauchen wir nicht swatchen, Leute. Deswegen gehen wir jetzt noch in einen anderen rein und dann nehme ich dieses rote hier, Relentless Perfectionism. Also die Farbnamen, die sind jetzt nicht so, was soll ich dazu sagen? Sind jetzt keine Namen, wo man denkt, ach ja, das bleibt hängen, ne? Ja, so schauen die Fingerswatches aus. Sieht aber schön aus. Ich mag ja gerne Schimmertöne. Ja, oh. Ist nicht so kaboom, aber es ist schön. Definitiv finde ich die schön. Schreibt ihr mal in die Kommentare, wie ihr das so findet. Ich hätte mir natürlich diesen Rotton dunkler vorgestellt. Definitiv den Blauton. Der ist schön, wie er ist. Ne? So schön eisig blau. Aber ich hätte ihn mir aufgrund des Fändchens dunkler vorgestellt. Also da wirken die Farben anders, finde ich, als auf der Hand. Ne? Ja. Aber schön, definitiv. Und das war's hier mit meinem etwas anderen, ausgefalleneren Douglas Hall. Also ich versuche sowieso immer mal wieder auch neue Produkte auszuprobieren. Und das heißt auch, weil andere Texturen, andere Farben, andere Marken, mal so ein bisschen weg von dem Mainstream zu gehen. Jedenfalls das, was ich für mich als Mainstream sehe. Und ich glaube, dass ich das mit den Produkten jetzt schon so ein bisschen geschafft habe. Mal gucken, wie sich die so dann verhalten, wenn sie in meinem Gesicht auch sind und nicht nur auf meinen Händen, die ich eben sauber gemacht habe, weil ich alles so dreckig hier gemacht habe. Ja, aber ich freue mich drauf. Schreibt mir gerne unten in die Kommentare, welches der Produkte ihr am coolsten fandet und welches ihr als nächstes mal irgendwo sehen möchtet. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Hauls. Hier unten mein neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!